Zeit für unsere Konferenzreporter. Den Anfang macht Moritz Casalet. Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Moritz, bitte. Und hier machen beide Teams mehr Dampf als die langen Schornsteine nebenan bei der Autofabrik. Dortmund führt, Dortmund will mehr, aber Wolfsburg muss und will den Ausgleich erzielen und kommt über die linke Seite, über den eingewechselten Ottavio. Flanke in die Mitte, das wäre raus mit dem Kopfball, aber nein! Hummels ist mit dem Kopf zwischen noch da und kann klären. Also es ist ein Spiel, das jetzt rauf und runter geht. Dortmund führt durch das Tor von Mahlen mit 2:1. Und spannend ist es auch bei Stefan Kaußen in Bochum. Auch hier geht's rauf und runter. Erst das 1:0 durch Lienhardt für die Freiburger. Dann Polter zum 1:1 Ausgleich und fast wieder die Führung durch Höhler für die Freiburger. Aber eben nur fast, weil Manuel Riemann, der Keeper, der Bochumer, der Kulttorhüter an der Kastrupper Straße, die rechte Hand ausfuhr und das Ding mega parierte 1:1 hier. Tolle zweite Halbzeit, auch in Köln gegen Gladbach, Armin. Geht was? Ja, auch hier tolle zweite Halbzeit. Köln führt mit 1:0. Ljubicic war der Torschütze in der 55. Minute. Schöne Vorarbeit von Benno Schmitz da in dieser Szene. Aber seitdem Gladbach mit viel Druck. Zweiter Aluminiumtreffer, einen hatten sie ja schon in der ersten Halbzeit durch Player. Dann eben Riesenchance wieder für Player. Aber Marvin Schwäbe, der steht ja heute im Tor der Kölner mit toller Parade. Das 1:0 für Köln wackelt. Freistoß gibt es jetzt auch gleich für die Borussia. Aber wir gehen weiter nach Fürth. Thomas Kattenbeck, wie steht's da? Was ist das für ein verrücktes Fußballspiel? 8 Tore haben wir bislang in Fürth gesehen. Keine 70 Minuten ist die Partie alt. Gerade das 3:5 aus Sicht der Spielvereinigung Fürth. Der Kapitän Rigotta hat den Ehrentreffer, wie man immer das bezeichnen mag, Anschlusstreffer, was auch immer, erzielt. Aber was die Fürther hinten halt zeigen, das ist schlicht und einfach vogelwild. 1:0 hatten sie ja geführt. Dann der Ausgleich. Überragender Mann heute Nachmittag mit 2 Toren. Jorginho Ritter, 19-jähriger Franzose. Ein klasse Fußballer, der gefällt mir richtig gut. Der ist der beste Mann. Der hat Hoffenheim hier immer wieder nach vorne gebracht. Und die Augsburger in Berlin, ja, gibt es da auch jemanden, der vielleicht noch für den Ausgleich sorgen kann? Andy Zekiri hatte gerade die Möglichkeit, der Schweizer, nach einer Eingabe von der linken Seite, kommt aber einen Schritt zu spät. Ein härter Abwehrspieler war schneller, kann die Situation klären. Darum steht es hier immer noch wie zur Pause. 1:0 für die Gastgeber durch den einen Treffer aus der 40. Minute. Das Geschenk von Robert Gumni, dem Innenverteidiger der Augsburger, genutzt vom Ex-Augsburger Marco Richter. 1:0. Augsburg bemüht sich um Ballkontrolle, kommt jetzt auch wieder mit dem langen Schlag in die Hälfte von Hertha BSC. Da kann sich Zekiri aber wieder nicht durchsetzen. Die Auswechselorgie hat jetzt gerade angefangen auf beiden Seiten. Hertha hätte durch einen Schuss von Suat Serdar auf 2:0 stellen können. Klasse Parade von Gikiewicz. 1:0, knappe Führung. Hier sind noch 22 Minuten zu spielen. Wie lange habt ihr noch bei Wolfsburg gegen Dortmund, Moritz? Ja, auch 22, aber erfahrungsgemäß kommen wir immer noch ein paar Minuten oben drauf. Es gab zwar noch keinen Videobeweis in dieser zweiten Hälfte, aber irgendwas ist ja immer. Und Wolfsburg drängt, kommt über die linke Seite. Schön im Zusammenspiel da Ottavio und Roussillon, der Letztgenannte, ist wieder am Ball. Flanken, Seitenwechsel auf die ganz rechte Seite, an die Strafraumkante auf Gidle Baku. Der hatte das frühe 1:0 in der zweiten Minute gut vorbereitet, verliert jetzt allerdings das Spielgerät gegen Schulz. Und der mit einem schönen Pass in den Lauf von Mahlen, aber in letzter Sekunde ist Gila Vogie dazwischen. Der spielt für Wolfsburg und macht das Spiel wieder schnell rechts raus, ganz schnell. Gut, dass Brandt dazwischen ist, aber nur zu einem Einwurf klären kann. Und den hat der VfL jetzt direkt vor Florian Kohfeldt, der beinahe den Ausgleich-Torschützen eingewechselt hat. Luca Waldschmidt eben mit der großen Chance zum 2:2. Nachdem erst Lücke Bark hier auf der rechten Seite Dahoud ganz alt hat aussehen lassen. Schoss aus Spitzenwinkel. Kobel wehrte den Ball nach vorne ab. Und dann Waldschmidt mit dem Nachschuss blieb bei einem Wolfsburger, also Dortmunder, hängen. Und hören Sie es? Das sind die 2000 Dortmunder Fans. Und warum jubeln die? Weil Erling Haaland vom Aufwärmen an die Seitenlinie kommt und gleich reinkommt. 20 Minuten vor dem Ende. Aber Achtung, Wolfsburg schon wieder rechts außen mit Luke Bakio im Strafraum. Kommt gleich zu stolpern. Behauptet sie trotzdem gegen Hummels. Der ehemalige Nationalspieler ist dann aber da und Brandt hilft ihm auch noch. Ball raus aus dem Strafraum. Also hier 2:1 für Dortmund und gleich mit Erling Haaland. Wie sieht's aus in Bochum, Stefan Kaußen? Hier haben wir, Moritz, zwar keinen Superstar wie Erling Haaland, aber zwei super Mannschaften mit toller Mentalität. Das sind Teams im besten Sinne des Wortes. Die Bochumer als Aufsteiger haben sich dieses 1:1 hier erarbeitet. Der Malocher Club und die Freiburger, ja immer noch Tabellendritter, trotz zwei Niederlagen zuletzt.
die sind spielerisch neben der Mentalität auch noch top und hätten eine knappe Führung hier verdient. Manchmal sagt das Eckenverhältnis ja einiges. 7:1 für die Breisgauer hier vor den 30.000. Chancen plus für Freiburg, aber mentalitätsunentschieden. Und so steht es ja auch. 1:1. Armin Lehmann in Köln gegen Gladbach. Das ist das heiße Derby, was alle erwartet haben, oder? Ja, absolut. Erste Halbzeit war noch so ein bisschen halbwegs heißes Derby. Die letzten 10 Minuten, die waren dann so ein bisschen in Richtung Derby gehend. Und diese zweite Halbzeit hält alles, was diese Partie versprochen hat. Es geht rauf und runter mit viel Einsatz. Wir hatten eine Rudelbildung gerade eben. Ein riesen Aufschrei der Kölner Fan, weil Dennis Zakaria, der Gladbacher Mittelfeldspieler, ein taktisches Foul beging. Und der hatte schon gelb gesehen. So vor einer Viertelstunde berechtigterweise. Tja, also da hätte es auch Gelb-Rot geben können, aber Robert Schröder sagte, nein, das reicht mir nicht. Da waren noch zu viele zur Absicherung dazwischen und deshalb hat er die Karte stecken lassen. Na, also da war, wie gesagt, durchaus drin, ihm hier die zweite und sprich damit Gelb-Rot zu zeigen. Jetzt kommt wieder Köln über die rechte Seite, die führen 1-0, aber die Flanke kommt, wir gehen nach Wolfsburg zu Moritz Casalet. Wie schaut's da aus? Da ist der Moment gekommen, wo Erling Haaland zurück ist in der Bundesliga. Nach 6-wöchiger Pause, Muskelverletzung, ist der Norweger da. Malen, der in der zweiten Halbzeit mit einem satten Schuss aus 19 Metern die 2:1-Führung für Borussia Dortmund erzielt hat, trabt so ganz langsam runter. Und es ist doch ein bisschen mehr als ein Kurzeinsatz, den Marco Rose da prognostiziert hat. Also Haaland ist zurück, soll sich heute ein bisschen warm machen für das Topspiel gegen die Bayern kommende Woche. Pfiffe von den Wolfsburger Fans, großer Jubel von den 2000 mitgereisten Dortmundern. Und jetzt gehen wir zu dem Spiel, wo heute so viele Tore gefallen sind. Und Tor! Fürth mit Thomas Kattenbeck. Köln! Nee, Köln! Armin. Tor in Köln, der Ausgleich! Das hatte sich ein bisschen angebahnt. Gladbach mit immer mehr Druck und wieder mal Jonas Hofmann, 7. Saisontor. Der trifft und trifft und trifft und will gar nicht aufhören zu treffen. Und jetzt steht es hier unentschieden. 1-1. Wir gehen nach Fürth zu Thomas Kattenbeck. Und das ist sicherlich die traurigste Saison in der 128-jährigen Geschichte der Spielvereinigung Greuther Fürth. Aber wenn man sich mit den Fans auch vorher unterhält, dann sagen die, Mensch, was wollen wir? Wir sind eh abgestiegen. Wir sind immerhin noch vor dem 1. FC Nürnberg in der Tabelle. Und das werden wir auch die ganze Saison bleiben, weil unser großer Rivale ja nur zweitklassig spielt. Und irgendwann wird mal eine Mannschaft kommen, die uns unterschätzt. So unterschätzt, dass wir den ersten Heimsieg einfahren. Aber selbst der ist ja noch drin, immerhin. 3 Tore geschossen, aber halt auch mal wieder 5 kassiert, weil die Hoffenheimer auch super Einzelspieler haben. Allen voran Jorginho Ritter, zweifacher Torschütze. Und dann haben wir noch den Bebu, auch 2 Buden gemacht. Und am Ende eben noch ein Eigentor. Das gehört schon auch bei Fürth fast zum guten Ton dazu. Meierhöfer mit dem 4. Eigentor der Saison für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Also, es ist ein munterer Kick. Kann man das auch von dem Spiel in Berlin gegen Augsburg sagen, Lars? Ja, es lebt eher von der Spannung. Richtig gutklassig ist es nicht. Ecke von der linken Seite für Hertha Plattenhardt. Kopfballgelegenheit, Verlängerung und Tor. Wenn es nicht abseits war, dann war es das Tor. Das 2:0. Jordan Torunariga. Der Innenverteidiger heute kurzfristig zum Einsatz gekommen, weil Marton Dardai, der Trainersohn, ausgefallen ist, verletzt. Jetzt aber doch die Anzeige des Linienrichters. Es ist eine Abseitssituation. Die Hertaner feiern vor der Ostkurve das 2:0. Aber diese Entscheidung wird in Ordnung gehen. Abseits lässt sich ja mit der kalibrierten Linie immer richtig gut in Einklang bringen. Nicht das Tor von Torunariga nach Ecke und Kopfballverlängerung. Bleibt beim 1:0. Augsburg fehlen die Mittel bislang. Vor allem die spielerischen Mittel, um Hertha in Gefahr zu bringen. Die Berliner mit den Chancen und den Möglichkeiten hier auf 2:0 zu stellen. Eine Vorentscheidung zu erzwingen. In dieser Situation sah es so aus, ist aber nicht. Wir gehen nach Wolfsburg zur Partie gegen Dortmund mit Erling Haaland und Moritz Casalet. Ja, und wo Dortmund immer noch 2:1 führt. Und ich gebe zu, ich mag es, wenn es kitschig wird im Fußball, aber das wäre mir eben eine Portion zu viel Kitsch gewesen. Haalands erster Ballkontakt war ein Torschuss aus 18 Metern nach einer herrlichen Brustablage von Reus und dann ein Dropkick mit der rechten Innenseite, hat er nicht so viel Druck hinterbekommen, aber ein bisschen platzierter, dann hätte das richtig gefährlich werden können. Das wäre das super Comeback von Haaland gewesen. Tor, Ball ging nicht rein, blieb also beim 2:1 mit Dortmund und Wolfsburg. Macht es mal ein bisschen gemütlicher durch die eigenen Reihen. Das nächste Tor am Derby! In Köln!
Die erneute Führung. Ein Riesenbock vom eingewechselten Florian Neuhaus. Querpass vor dem eigenen Strafraum. Und dann ist Marc Huth, der ist eben eingewechselt worden zur Stelle. Trockener Schuss mit links, rechts an den Innenpfosten. Und von da tickt der Ball rein ins Tor. Und das heißt 2:1 für den ersten FC Köln. Und wir gehen nach Bochum zu Stefan Kaußen. Hier immer noch 1:1, aber das Spiel ist top. Eine Viertelstunde vor Schluss, alles offen. Eben mal Bochum mit Asanos Kopfball nach einer Flanke von Pantovic. Bochum will gewinnen und Freiburg umso mehr. Die hatten mit Kapitän Günther die große Chance aus Spitzenwinkel. Aber der Riemann ist ein klasse Mann im Tor des VfL und hält bisher das 1:1. Jetzt der Freistoß Bochum von Löwen. Schön auf den zweiten Pfosten. Kopfballchance kommt aber nicht zustande. 1:1 hier und eine Torlawine. Thomas Kattenbeck in Fürth gegen Hoffenheim. Dabei schneit es nicht mal noch hier in Flanken mehr in Oberbayern. Bayern, was die hier zaubern, das ist natürlich schon gewaltig. Nach vorne, 3 Tore geschossen, eigentlich alles richtig gemacht, aber wenn du halt 5 kassierst, dann kannst du in der Fußball-Bundesliga schlicht und einfach nicht reüssieren. Sie versuchen es jetzt wieder über Branimir Gotta, 2 Buden heute aufgelegt, der Kapitän, 1 selbst gemacht, was nützt es? Es ist egal, irgendwo hat es gescheppert. Das 3:1, André Duda. Schlag der Kölner, die Gladbacher kriegen da am 5-Meter-Raum den Ball nicht weg, der titscht da hin und her und dann sagt der Duda, danke aus 6 Metern, Flachschuss, Sommer hat keine Chance mehr, 3:1 für den FC, nochmal Thomas Kattenbeck bitte. Duda, Dida, Menschenskinder, noch ein Tor und dann wäre hier vielleicht wieder ein bisschen Spannung drin in dieser Partie, aber die Hoffenheimer lassen sich jetzt ein wenig zurückfallen. In der eigenen Hälfte alle 11 Hoffenheimer. Der Ball auf der linken Außenbahn. Wieder bei Ergotta. Der spielt zurück zu Meierhöfer. Meierhöfer auf seinen defensiven Sechser, auf Christiansen. Jetzt kommen sie langsam. Jetzt kommt der Geraldino Ritter. Jetzt will er ihn packen, den Meierhöfer. Aber der spielt zurück zu Marius Funk. Also Spieler ein bisschen ruhiger, Spieler ein bisschen verflacht. Aber Hoffenheim komfortabel mit 2 Toren vorne. Und wackelt die Führung in Berlin. Aber mächtig hat die Führung für die Hertha gerade gewackelt. Dreifach Chance für Augsburg, die beste Gelegenheit überhaupt. Jetzt der Konter, Hertha in Überzahl, ist es das Tor durch Selke am Torwart vorbei. Der zögert, jetzt schießt er und Tor, abseits. Unglaublich, das Tor zählt wieder nicht. Abseitssituation, es bleibt beim 1:0. Es hätte aber eigentlich 1:1 stehen können, ja stehen müssen. Fernschuss der Augsburger. Schwolo ist nicht sicher, lässt den Ball abklatschen. Nachsetzer von Jago, wieder abgewehrt diesmal von Schwolo. Und dann Sekiri im dritten Anlauf über das Tor. Die Riesenchance für Augsburg. Also, man hört's, hier ist richtig was los. Augsburg drückt auf den Ausgleich. Hertha mit Konterchancen, aber es steht immer noch wie zur Pause durch den Treffer von Marco Richter aus der 40. Nur 1:0 für Hertha BSC. Ordentlich was los und die Schlussphase kommt ja noch. Und auch bei Wolfsburg gegen Dortmund, Moritz Kasserlet, dürfte das weiter spannend und aufregend bleiben. Richtig spannend. Reus versucht gerade Haaland zu schicken, aber Gila Vogie passt auf. Und auf der anderen Seite beinahe eben der Ausgleich. Scharfe Ecke von der linken Seite. Schulz steht am kurzen Pfosten. Luke Bakio frei. Köpft frei, stehen drüber. Aber wieder der nächste Chance. Über die rechte Seite. Schusschance. Kobel pariert. Wer zur Seite hat, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Nach vorne wäre dann Wechhorst da gewesen. Aber Luke Bakio, der hier so quirlig ist, der gefällt mir richtig gut. Wartet ja noch auf seinen ersten Treffer für den VfL Wolfsburg. Dessen Schuss wird zur Seite abgewehrt. Aber Wolfsburg setzt nach über die linke Seite, über den eingewechselten Ottavio. Wechhorst bietet sich an in der Mitte. Lauert wieder Luke Bakio. Eine gute Flanke. Dann könnte der vielleicht wieder gefährlich werden mit dem Kopfball. Aber die Flanke wird verhindert. Jetzt kommt sie. Abgefällt. Gibt die nächste Ecke für den VfL Wolfsburg. Mal was ganz Neues. Tor in Fürth. Thomas Kattenbeck. Und das ist der 6. Treffer für die TSG Hoffenheim. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war es wieder der Bebou. Über rechts ist er durchgelaufen. Wo ist da eigentlich die linke Verteidigungsseite? Duplizität von seinem letzten Tor schon. Da kann er allein dann auf dem Funk zulaufen. Wunderbarer Lupfer, wunderbarer Heber. Alles richtig gemacht. Jetzt ist er durch, die Partie. Hoffenheim gewinnt mal wieder auswärts. 6 Tore in Fürth. Und wir gehen zum VfL nach Bochum. Hier kurze Unterbrechung, eine atemlose zweite Halbzeit, immer noch 1:0. Freiburg will unbedingt den Auswärtsdreier, will dem Christian Streich dieses 1:1 hier noch vergolden, unbedingt gewinnen. Aber jetzt gewinnt Dortmund in Wolfsburg, oder wie? Ihr glaubt es nicht, wer hat das Tor gemacht?
Erling Haaland mit dem 3:1 für Borussia Dortmund. Er ist wieder da, der lange Norweger, weil er eine wunderbare Flanke von der linken Seite bekommt, von Brandt über die Abwehr der Wolfsburger hinweg. Und dann ist er da mit dem langen linken Fuß. Das geht eigentlich rein physikalisch, finde ich gar nicht. Als Hobbyfußballer schüttel ich da mit dem Kopf. Aber er schafft es dann auch noch, den Ball gegen die Laufrichtung von Per Wann ins Tor zu bringen. Also 3:1 für Dortmund und das nächste Tor in Bochum. Schon wieder dieser sensationelle Miloš Pantovic. Letztes Mal gegen Hoffenheim schießt er aus über 60 Metern ins leere Tor und jetzt gegen Freiburg aus über 40 Metern ins leere Tor. Das ist die Führung für den Ruhrpott-Kultclub VfL Bochum mit einem unfassbar mutigen, mit einem zielstrebigen, mit einem eiskalten Miloš Pantovic, der Serbe. Ich sagte es, vor zwei Wochen aus 60 Metern, heute aus über 40 Metern. Wieder Torhüter aus dem Tor raus, Tor leer, wieder Pantovic mit dem ersten Kontakt. Das Ding eingenetzt und jetzt führt der Aufsteiger, der VfL Bochum mit 2:1 gegen die Freiburger und die Kölner Armin Lehmann führen gegen die Gladbacher. Mit 3:1, es geht jetzt rauf und runter, beide Torleute mit tollen Paraden, beide Mannschaften mit dicken Chancen, gerade der eingewechselte Andersson für Köln per Kopf fast mit dem 4:1, aber dann war er zur Stelle. Jan Sommer, großartige Stimmung im Kölner Stadion, da lacht mein Fanherz, das sage ich ganz deutlich. Aber wenn ich das Hirn dazu einschalte, bei 50.000, die hier in Corona-Zeiten, die im Augenblick so schlimm wie nie waren, wenn die dann alle hier sind, dann denke ich dann immer an die ARD-Serie, um Himmels Willen. Denn das ist dann eigentlich doch nicht mehr das, was man sehen will. Also es ist ein tolles Fußballspiel in dieser zweiten Halbzeit. Köln führt mit 3:1, hat die Fehler der Gladbacher, aber sowas von eiskalt bestraft. Aber was die Tore anbelangt, lieber Thomas Kattenbeck, da sind wir hier in Köln weit, weit hinter euch in Fürth. Aber das ist wenigstens noch spannend. Hier ist alles durch. Und gerade hat es hier Shake Hands gegeben. Der Sebastian Hoeneß, Trainer der TSG Hoffenheim, nimmt seine beiden Topscorer vom Feld. Dreimal Bebou, zweimal Rüther. Jetzt dürfen andere noch ein bisschen mitkicken, dürfen hier noch ein bisschen diesen Abend hier in Fürth genießen. 6:3, Hoffenheim kann auch auswärts gewinnen. Greift jetzt vielleicht ein bisschen nach oben an in der Tabelle. Kramaric übrigens auch nur eingewechselt, also die haben ja auch viel Potenzial, keine Frage. Die Partie hier ist durch und deswegen gehen wir ganz schnell wieder nach Berlin. Ja, hier ist die Partie natürlich längst noch nicht durch. 1:0-Führung für Hertha, Freistoß für Augsburg aus dem Halbfeld. Hertha bolzt die Kugel in dieser Situation raus. Der Dauernieselregen ist so ein bisschen den dünnen Schneeregen übergegangen, die Bedingungen nicht gut. 3 Tore! Gab es hier schon, aber nur eins hat gezählt. 2x Abseitsstellung zurückgenommen. Darum führt Hertha nur mit 1:0. Und ich komme immer noch nicht über diese Dreierchance von Augsburg zurück. Der Fernschuss von Hahn, wo Schwolo Schwierigkeiten hat. Beim Nachschuss von Iago reagiert er klasse. Und dann im dritten Versuch Andi Zekiri, der Schweizer, unter Bedrängnis über das Tor. Ausgleich, das 1:1 vergeben für die Augsburger. Die müssen jetzt weiter was machen. Laufen in den nächsten Konter. Jastremski, einer von vielen eingewechselt. Von der linken Seite, Selke, kommt nicht dran, Dave. Wie Selke. Kein Tor bislang in der heutigen Situation oder in dieser Saison. Es bleibt dabei. Hertha führt mit 1:0. Es ist jetzt ein offenes, es ist ein wildes Spiel. Augsburg drängt und die beiden Mittelfeldspieler, die EU21-Europameister Dorsch und Meier, auf die kommt es jetzt an. Die müssen das Spiel strukturieren, schnell machen. Die müssen Ideen finden. Sonst wird das Spiel verloren gehen. Hertha setzt den nächsten Konter an nach einem Fehler der Augsburger. Es bleibt beim 1:0. Und weiter zu Moritz Casalet nach Wolfsburg. Zur Haaland-Show steht 3:1 für den BVB. Es gibt eine Ecke von der rechten Seite und ich habe jetzt schon Vorfreude auf das Duell in der kommenden Woche. Dortmund gegen die Bayern. In der Blitztabelle ist der BVB jetzt Tabellenführer. 2 Punkte vor den Münchnern, die heute Abend aber noch gegen Bielefeld spielen. Und nächste Woche treffen sie sich dann in Dortmund. Offensichtlich mit einem nie weggewesenen Erling Haaland, der jetzt schon wieder im Blickpunkt spielt. Der Eckball kommt auf den 5 Meter und Kopfball von dem gerade eingewechselten Zagadou, aber in die Arme von Per Wann. Das ist der Torwart, der heute den an Corona erkrankt
kranken Kuhn-Castells vertritt. Also die Dortmunder haben sich ganz offensichtlich erholt von dem enttäuschenden Champions League aus. Und der VfL Wolfsburg muss jetzt aufpassen, nicht in so eine kleine Krise zu rutschen mit dem neuen Trainer Florian Kohfeldt. Niederlage unter der Woche in Sevilla, noch nicht das Champions League aus, da ist alles drin. Heute dann der gute Start mit der frühen Führung, aber der wahrscheinlichen Niederlage gegen Dortmund. Achtung, Achtung Wolfsburger, ihr müsst jetzt ein bisschen aufpassen und die Dortmunder machen das jetzt sehr, sehr abgeklärt. Spielen durch den Mittelkreis, Doppelpass von Marco Reus und Brandt. Der wollte dann wieder Erling Haaland schicken, der aber dann nicht an den Ball kommt, weil Brooks da ist, sich aber einen Fehlpass leistet und deswegen kommen die Dortmunder schon wieder über die linke Seite, nehme jetzt aber sehr, sehr viel Tempo raus. Ich komme nicht drüber hinweg, darüber, wie Erling Haaland das 3-1 eben gemacht hat, artistisch aus der Luft. Dringende Einschaltempfehlung heute Abend, die Sportschau im Ersten mit diesem Tor, dazu alle anderen Tore, die zweiten und dritten Liga, um 18 Uhr geht's los, lohnt sich sowieso immer und es gibt auch die Highlights aus Bochum. Was ist da besonders sehenswert gewesen heute, Stefan Kausen? Auf jeden Fall dieses 2:1 von Miloš Pantovic. Und ich bitte alle Fußballhistoriker einmal nachzuschlagen. Hat es das jemals gegeben? Da ist der Pantovic schon wieder. Aber jetzt hält Marc Flecken. Hat es das jemals gegeben, dass ein Spieler mit 2 Toren über 100 Meter überwindet? Wie gesagt, 60 Meter plus X gegen Hoffenheim ins leere Tor. Gerade 40 Meter plus X gegen die Freiburger ins leere Tor, macht heute ein 2:1 für den VfL Bochum. Und die Freiburger werden sich fragen, wie können wir 3 Spiele in Folge verlieren? Davor 10-mal ohne Niederlage. Und bei den 3 Niederlagen waren sie immer gut in Bayern gegen Frankfurt und heute auch. Aber es könnte... Ganz kurz nach Köln, bitte. Bitte, Armin. Ganz kurz nach Köln, hier gibt es einen Videobeweis. Anschlusstreffer für Gladbach oder nicht. Hauchdünn, möglicherweise ein Abseits vor dem Tor von Alassane Plea. Die Fahne des Assistenten ging sofort hoch. Lange wird das Ganze überprüft und jetzt, man hört den Beifall im Stadion, zählt der Treffer tatsächlich nicht. Also die Entscheidung des Schiedsrichterassistenten steht. Es gibt Freistoß für Köln, bleibt beim 3-1. Ganz schnell nochmal durch, Stefan. Ja, hier 2-1 Bochum, 2 Minuten vor dem Ende. Und Christian Streich, der ist im Dezember 10 Jahre in Freiburg. Heute zum 300. Mal auf der Bank bei einem einzigen Verein. Der wird sich fragen, wie kann man das Ding hier verlieren? Aber so sieht's aus. Und die Wolfsburger werden anerkennen müssen, Moritz Casalet, dass sie es wohl verdient verlieren gegen Dortmund, oder? Ja, das ist mir zu hart, weil sie eigentlich ein gutes Spiel machen, sehr engagiert sind, viel Druck ausüben wollen und auch ihre Möglichkeiten hatten, gerade einen Fernschuss von Maximilian Arnold, aber sie haben eben auch einen Gegner, das darf man bei all der Kritik nicht vernachlässigen. Der heißt Borussia Dortmund und er ist trotz des Aus in der Champions League immer noch der Zweitbeste in der Bundesliga, das muss man ganz deutlich so sagen und momentan in der Blitztabelle ja sogar auch Tabellenführer, weil die Bayern erst heute Abend spielen gegen Bielefeld. Das wird ein krasses Topspiel kommende Woche in München, in Dortmund zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Also Dortmund macht das jetzt hier in der zweiten Halbzeit auch sehr, sehr abgeklärt, kommt schon wieder über die rechte Seite, Marco Reus auch sehr, sehr quirlig, dann ist es Dahoud, 20 Meter vor dem Tor, sie suchen Erling Haaland, der mit dem Rücken zum Kasten steht, aber dann das Spielgerät verliert und Wolfsburg hat jetzt den Mut auch so ein bisschen verlassen, hier nochmal Tempo nach vorne zu machen. Also hier plätschert das Spiel so langsam aus. 1,5 Minuten regulär noch. 3-1 für Dortmund und es geht weiter zum Derby und zum vollen Stadion nach Köln zu Armin Lehmann. Wo es immer noch 3-1 steht, wir sind in der 90. Minute. Hoffnung kam ja eben nochmal auf bei den Gladbachern, kurzen Moment, aber das Tor von Alassane Plea zählte nicht. Hüben wie drüben, dicke Möglichkeiten, die Führung der Kölner letzten Endes deshalb verdient, weil sie einfach eiskalt die Fehler der Gladbacher bestraft haben. Insbesondere der Bock von Florian Neuhaus, ein paar Minuten vorher eingewechselt, der Nationalspieler. Vor dem eigenen Strafraum spielt er da so eine Art blinden Querpass und sieht den Marc Uth nicht. Und der sagt, danke, haut das Ding rein. Und von da an führte Köln mit 2:1, nachdem Gladbach kurz vorher den Ausgleich erzielt hatte durch Jonas Hofmann und psychologisch eigentlich im Vorteil war. Und dann kippte das Ganze wieder. Und nachdem die Borussia ja eine tolle Bilanz hat, hier in Köln-Müngersdorf, werden sie heute das Spiel verlieren. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir oben drauf. Wie lange noch in Fürth bei Thomas Kattenbeck? Da ist das Spiel auch schon so gut wie durch. 11. Niederlage in Folge für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das ist historischer Bundesliga-Rekord in einer Saison. Natürlich ist das sehr bitter, auch für den Trainer, für Stefan Leitl, der heute sein 100. Spiel auf der Bank der Spielvereinigung erlebt und ja vor der Partie meinte, ich bin glücklich in Fürth. Also da kann ich nur sagen, Hut ab, der Mann braucht scheinbar wirklich
ganz, ganz wenig, um glücklich zu sein. Die Mannschaft funktioniert schon. Die Mannschaft spielt auch engagiert. Ist ja auch mit 1:0 in Führung gegangen. Aber hinten sind sie einfach nicht Bundesliga-tauglich. Das ist Fakt. Und deswegen werden sie diese eine Saison in der Liga spielen dürfen und bleiben dürfen. Und dann geht's halt wieder runter. Aber Augsburg beispielsweise und Berlin, die kämpfen sicherlich um den Klassenerhalt. Heute ein wichtiger Sieg für die Hertha. Sieht so aus, als würde sich Hertha BSC aus der unmittelbaren Abstiegszone heute entfernen. 1-0 weiter die knappe Führung gegen Augsburg. Die stehen ja auf dem Relegationsplatz. Und dieses 1-0 ist inzwischen auch verdient aufgrund der vielen Chancen in der zweiten Halbzeit. Zwei vermeintliche Tore, jeweils wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Stevan Jovetic eingewechselt, hier für eine Menge Belebung gesorgt im Spiel von Hertha BSC. War auch derjenige, der beim zweiten Anlauf das 2-0 geschossen hätte. Aber der Vorlagengeber Richter stand im Abseits. Jetzt kommen die Augsburger über die rechte Seite. Und da kann gerade der eingewechselte Jastrzemski klären vorm mitgelaufenen Rechtsverteidiger der Augsburger. Die kriegen jetzt nochmal eine Ecke. 4 Minuten Nachspielzeit. Eine ist davon schon durch. Frank Willenbrock gibt also ordentlich was drauf. Ja, natürlich fällt irgendwo ein Tor. Diesmal bei Armin Lehmann. Sebastian Andersson macht endgültig den Deckel drauf. 4-1 für den FC. Schnell wieder zu dir, Lars, nach Berlin. Augsburg hat aus dieser Ecke nichts machen können. Im Gegenteil, Hertha kann sich befreien, könnte wieder mal zu einem Konter ansetzen. Aber auch der Ball ist weg. Augsburg in der Hälfte. Der Berliner hat jetzt Ding erobert. Flankenball auf die linke Seite. Der Versuch von Cordova dran zu kommen. Duell fast schon in der Außenlinie zwischen zwei eingewechselten. Seevolk, der Hertaner, der Rechtsverteidiger. Und Cordova gibt den Einwurf für die in braun gekleideten Augsburger. Ball nach innen, Kopfball und die Chance in dieser Situation für Florian Niederlechner, aber es wird abgepfiffen, weil er seinen Gegenspieler getroffen hat. Moritz Casalet, Wolfsburg-Dortmund. Wo Dortmund auf dem Weg zum 4:1 ist, die Chance auf der Rechtsaußenposition, Schuss abgeblockt. Die nächste Möglichkeit durch den eingewechselten Knauf, aber es gibt noch mal eine Ecke für Borussia Dortmund. 3:1 hier für den BVB, sind wir ehrlich, das Ding ist durch. Richtig spannend ist es noch in Bochum bei Stefan Kaußen. Absolut, denn die Freiburger wollen nicht verlieren. Die Bochumer führen mit 2-1. Die letzten Sekunden laufen. Freiburg nochmal mit einem langen Ball. Dann Foul. Bochum gibt noch einen Freistoß für die Freiburger. Fakt ist, in Richtung VfL Bochum, so bleibst du drin als Aufsteiger. 6. Heimspiel, 4. Sieg, wenn es denn klappt. Bisher nur eine Niederlage, ein Unentschieden. Aber vielleicht gibt es ja doch noch ein 2. Unentschieden. Denn der Freistoß für die Freiburger kommt jetzt in der 3. und letzten Minute der Nachspielzeit. Marc Flecken, der Torhüter der Freiburger, ist mit vorne. Kopfball und Riemann hält. Riemann hält, aber Freiburg schießt nach. Auf der Linie geklärt und nochmal geklärt. Und jetzt müsste Schluss sein. Vielleicht wird noch einmal überprüft, ob es ein Handspiel gab auf der Torlinie der Bochumer. Das war eine Dreifachchance für die Freiburger. Und Schiri Patrick Ittrich greift sich ans Ohr. War das nach der Parade von Riemann? Vielleicht, als der Ball am Pfosten landete. Danach eine Verteidigung der Bochumer mit der Hand. Das Tor zählt oder ist die Entscheidung? Nein, es ist der Torjubel für die Freiburger, der erstickt. Es ist der Jubel der Bochumer über den Schlusspfiff. Offensichtlich kein Handspiel, also kein Elfmeter. Und stattdessen der Sieg 2:1 für Bochum gegen Freiburg. Und die Kölner, Armin Lehmann, feiern den Derby-Sieg gegen Gladbach. Die Kölner feiern, Steffen Baumgart feiern sich selbst und freuen sich über ein 4:1. Sicher vielleicht das ein oder andere Tor zu hoch gegen den Erzrivalen im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach und ziehen jetzt sogar in der Tabelle an den Gladbachern vorbei. Hier also 4:1 für Köln, ab nochmal nach Fürth, da jetzt auch Feierabend, Thomas. Da ist Feierabend, da ist Zappenduster mal wieder hier bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Trotzdem gehen sie zu ihren Fans. Sie haben 3 Tore geschossen, aber halt wieder mal 6 kassiert. Es reicht einfach nicht für die Fußball-Bundesliga aktuell, für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Hoffenheim am Ende hier alles im Griff. Und in Berlin, läuft da die Partie noch? Die Partie läuft noch. Letzte Minute der 4-minütigen Nachspielzeit ist im Gange. Jetzt gibt es noch eine Auseinandersetzung an der Seitenlinie. Könnte sein, dass der Schiedsrichter da gleich nochmal eingreift. Boah, 3, 4, 5 Hertaner. Jetzt kommt Rafael Gikiewicz auch aus seinem Tor. Ein Hertaner liegt am Boden. Was wird der Schiedsrichter machen? Wird jetzt erstmal die Dinge sortieren und dann wahrscheinlich Konsequenzen ziehen. Es steht weiter 1:0. Dürfte auch noch länger dauern wegen der Rudelbildung, wegen einer Verletzung für Turuna Riga, der da vorhin die Torchance von Augsburg verhindert hat. Und wir gehen erstmal weiter nach Wolfsburg, bevor hier klar ist, wie sich diese ganzen Szenen weiterentwickeln, Moritz.
Hier ist Schluss. Dortmund gewinnt 3:1, hat das Spiel gedreht und setzt die Bayern unter Druck. Ist jetzt 2 Punkte vor in der Live-Tabelle. Die Münchner nachher noch gegen Bielefeld im Einsatz. Also Dortmund bereit für das Topspiel kommende Woche. Wolfsburg ein bisschen in der Krise. Jetzt zu dir, Lars. Die letzten Worte aus Berlin. Hier läuft die Partie noch. Der Schiedsrichter Frank Willenborg winkt jetzt diverse Spieler zu sich, unter anderem Stevan Jovetic und Hahn. Das ist der Captain, der mischt sich da noch ein. Jovetic steht jetzt neben Willenborg. Mir ist noch völlig schleierhaft, was der Schiedsrichter jetzt entscheiden wird. Shake hands. Er zieht, glaube ich, gar keine einzige Karte. Oder gibt es jetzt für Iago und für Jovetic jeweils gelb? Jawohl, erst für Jovetic, dann für Iago. Die beiden liegen sich in den Armen sozusagen. Also, da hatte Selke den Ball geblockt. Iago kam dazu, hat mehrfach so ein bisschen zugetreten, nachgehakelt. Nicht schöne Situation. Jovetic hat sich ganz schwer aufgeregt, ganz schwer geärgert, ist dann dazwischen gegangen. Und jetzt ist der Ball wieder freigegeben und eigentlich müsste doch Schluss sein. Aber weil so lange unterbrochen war, lässt Willenborg diesen Angriff der Augsburger noch laufen über die linke Seite. Kommen sie nochmal mit dem Flankenversuch in die Zentrale. Hertha verteidigt mit allen im eigenen Strafraum, am eigenen Strafraum, in der eigenen Hälfte. Schlagen den Ball raus, aber den hat sich Dorsch nochmal geholt. Raus auf die rechte Seite, gibt es vielleicht doch noch die Chance zum Lucky Punch, zum Ausgleich. Mit der Innenseite nach innen, der Kopfball, das Tor! Der Ausgleich für Augsburg in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion. Das 1:1. Michael Gregoritsch ist es, der Österreicher. Die Flanke kommt nach innen, mit der Innenseite gespielt. Und jetzt sind sie alle total ausgeflippt. Die gesamte Bank unterwegs zum Fanblock. Hier in die Kurve, 1:1. Die Herthaner diskutieren mit dem Schiedsrichter, mit Frank Willenborg. Der Trainer von Hertha BSC, Pal Dardai, kann es gar nicht fassen. Diskussionen auf dem Rasen, Jubeltraube vor der Augsburger Fankurve. 200-300 müssten mitgereist sein. Die sind jetzt alle nach unten gekommen, nach unten an die Umrandung hier am Olympiastadion, nah dran an ihren Helden. Und die jubeln jetzt über das 1:1, über den Ausgleich durch den eingewechselten Gregoritsch, nachdem ebenfalls ein Eingewechselter, nämlich Fredrik Jansen, den Ball mit der Innenseite von der Strafraumkante nach innen gespielt hatte. Und dann setzt sich der eingewechselte Gregoritsch per Kopf durch. Keine Chance für Schwolo. Der Ausgleich. Und jetzt gibt es noch eine Aktion an der Seitenlinie. Vermutlich die gelbe Karte für Pal Dardai. Oder ist es Andreas Zecke-Neuendorf, der hier sogar die rote Karte sieht und jetzt den Platz verlassen muss? Der Co-Trainer von Pal Dardai erkundigt sich jetzt nochmal beim vierten Offiziellen. Was war das? War das gelb oder rot? Ich glaube, er bleibt unten auf dem Rasen. Es gibt weiter Rudelbildung. Es gibt die nächsten Aktionen völlig unübersichtlich. Und jetzt ist die Partie vorbei, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, es wird nicht mal wieder angepfiffen. Ausgleich für Augsburg. Das war die letzte Aktion dieses Spiels. Ein glücklicher Punkt für Augsburg durch diesen Lucky Punch in der Nachspielzeit. Der 16. Augsburg kommt beim 15. Hertha BSC zu einem 1:1. Und für Hertha ist das natürlich ganz bitter. Was eine Aufregung am Ende. Das war's, die Bundesliga-Konferenz.